Die Wiener Wirtschaft mit allen Sinnen erleben, das ist das Motto des diesjährigen 59. Balles der Wiener Wirtschaft in der wunderschönen Hofburg. Und hier im Festsaal hinter mir gibt es einen feierlichen Einzug um 21 Uhr, wo auch die Ehrengäste sich hier das erste Mal offiziell blicken lassen. Darunter der designierte Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Hier hat er einen seiner ersten offiziellen Auftritte, noch bevor er das Bürgermeisteramt übernimmt. Er sagt, er ist jedes Jahr hier. Ebenfalls der Medienvertreter, der Medienminister, Kanzleramtsminister Gernot Blümel zusammen mit seiner Freundin Livia Treidl. Und dann natürlich auch Christoph Leitl, der ehemalige Wirtschaftskammerpräsident und viele, viele Unternehmer, Banker, Wirtschaftstreibende, die natürlich diesen wunderschönen Rahmen nutzen, um hier Kontakte zu knüpfen, vielleicht auch einen Wirtschaftsdeal einzufädeln, aber vor allem um Spaß zu haben und hier die Wiener Ballkunst in vollen Zügen zu genießen. Warum gerade dieser Ball? Ja, das hat viele Gründe. Die Wiener Wirtschaft ist ein wichtiger Teil unserer Stadt und Präsident Ruck ist Baumeister. Ich bin Baustadtrat und wir wollen beide Brücken bauen. In der Wirtschaft und in Wien. Und das zu verbinden ist heute ein guter Anlass am Ball der Wiener Wirtschaft. Das ist aus meiner Sicht die perfekte Kombination. Gerade wenn ich im Ausland bin, werde ich sehr oft darauf angesprochen, was Wien für eine großartige Balltradition und Ballkultur hat. Und da fällt es dann auch leicht, auf solchen Bällen Geschäfte zu machen, was natürlich gut für die Wirtschaft ist. Und insofern ist der Ball der Wiener Wirtschaft fast eine Notwendigkeit. Also ich bin ja ein absoluter Fan von der Hofburg. Es gibt wahnsinnig schöne Ball-Locations in Wien, aber die Hofburg ist einfach mein Favorite. Und am Ball der Wiener Wirtschaft treffe ich einfach so viele Leute, die man unterm Jahr immer nur sieht auf ein Hallo oder ja, ganz kurzes Smalltalk. Und ich nütze das schon, das, was man oft sagt, Networking auf Bällen. Und das funktioniert hier sehr gut. Haben Sie noch vor, andere Bälle zu besuchen in dieser Saison? Ja, ja, viele Bälle. Also es kommt ja einiges auf uns zu noch in der Ballsaison. Und es ist wunderbar zu sehen, dass es große Bälle gibt, aber auch kleinere in den Bezirken, wie meinem Heimatbezirk in Floridsdorf, die sehr elegant sind und sehr gerne von der Bevölkerung angenommen werden. Und nutzen Sie die Zeit auch für einen kurzen Talk mit dem designierten neuen Bürgermeister? Absolut, ich habe ihm schon gratuliert. Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit. Ich finde, Michael Ludwig hat da einige sehr, sehr positive Aspekte und Ansätze und wir wollen auch als ÖVP Wien eine konstruktive, aber kritische Oppositionspartei weiter sein. Ja, der Rahmen ist sehr schön und wenn ein Ball gut organisiert ist, wie jener hier von der Wiener Wirtschaft, dann ist das zum einen eine gute Möglichkeit, Wirtschaftsgespräche zu führen, aber auch sehr viel Privates zu verbinden. Und dafür sind wir eigentlich in Wien bekannt, dass wir sehr tüchtig arbeiten, hart arbeiten, aber dass wir auch gut feiern können. Das ist das typische Wien. Warten Sie noch bis zur Mitternachtseinlage? Ah, das weiß ich noch nicht. Ich denke schon, dass es ausgehen wird. Aber je nachdem, wie viele Gespräche man führt, ist mal länger und mal kürzer. Ja, absolut. Ich bin ein riesiger Fan von Conchita. Und ich habe sie echt schon lange nicht mehr live gesehen. Und es heißt ja auch, dass es nicht mehr lange live gehen wird, weil Conchita wird ja nicht weiter existieren. Und deswegen finde ich es besonders toll, dass ich es heute noch mal erleben darf. Glaubst du, sie wird heute noch als Conchita auftreten oder sich schon verwandeln? Also ich glaube, dadurch, dass sie als Conchita angekündigt ist, dass sie das sehr wohl noch machen wird. Aber ich denke, dass es nicht mehr lang dauern wird, weil was der Tom sich quasi in den Kopf setzt, das setzt er auch um. Also es wird ziemlich bald keine Conchita mehr geben. Welchen Tanz hast du am liebsten oder welchen willst du heute noch tanzen? Es ist immer das Problem, wenn Tänzer auf einen Ball gehen, dann tanzen sie meistens nicht. Mein Lieblingstanz ist Cha-Cha oder Rumba. Und ein paar haben jetzt schon gesagt, zu späterer Stunde werden wir es dann wagen. Also ich schaue mal, ob ich dann doch aufgefordert werde. Nee, am liebsten Walzer. Ich kann nicht gut tanzen, aber ich tanze gerne. Und Walzer ist so typisch für unsere Stadt, dass ich natürlich ganz besonders gerne Walzer tanze. Ihre Frau ist schon auch da, oder? Ja, natürlich. Die freut sich schon. Die wird ihr neues Kleid heute ausführen. Und wir freuen uns, dass wir heute auch hier das Tanzbein schwingen können. Eine der großen Highlights auf diesem Ball ist Song Contest Gewinnerin Conchita Wurst, die hier die Mitternachtseinlage darbietet mit wunderschönen Songs und ihrer grandiosen Stimme bringt sie hier den Saal zum Beben. Und dann gibt es noch die beliebte Mitternachtsquadrille, die Quadrille, die immer mehr Wiener jung und alt weiterhin lieben und tanzen. Und danach wird hier wieder weiter der Walzer geschwungen, auch in diesem wunderschönen Festsaal. Und das bis spät in die Morgenstunden.